Was geht ab, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe gesehen, dass das letzte Video mit dem Grappling bzw. mit dem BJJ-Video richtig gut ankam. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich in die Richtung weiter. Viele fanden cool, dass ich Ude Garami gemacht habe, / Kimura, wie es im MMA betitelt wird. Und ich habe das ja richtig reingespammt an dem Tag und habe mir gedacht, warum mache ich nicht mal ein Video von den ganzen Variationen von Ude Garami, weil ich finde, das eine geile Technik und ist im Judo auch sehr beliebt. Deswegen, let's go! Okay, erste Variation von Ude Garami. Ganz klassisch. Partner ist auf der elektrischen Rücken. Und ich greife hier am Handgelenk hier durch mit der anderen Hand. Greife an mein eigenes Handgelenk. Und wie beim Motorrad versuche ich die Faust nach vorne zu drehen und dabei den Arm an seinen Körper ranzuziehen. So. Und wenn man einen beweglichen Gegner hat, muss man hier weiter an den Rücken gehen. Weil, wie seht, mein Bruder, der kann bis hier hinten gehen, das können andere Leute nicht. Dann gehe ich noch hier mit dem Bein im Kopf. Und geh hinten dran. Dann gibt es natürlich die andere Seite, das ist auch wieder da, wie der. Und hier rüber geht. Hier und dasselbe Prinzip, einfach hier dreht und ran über deinen Körper. Ich bevorzuge die Variante, weil die häufiger vorkommt einfach. Aber ab und zu passiert es auch einfach, dass man den Gegner irgendwie hier hinbekommt und dann zum Ude Garami geht. Auch eine Variation, die ich gerne mache, ist aus der eigenen Rückenlage. Der Partner kommt. Und ich gehe zuerst, was ich mache, ich gehe direkt hier auf den Arm und versuche hier wieder den Ude Garami zu machen. Die Sache ist, man muss halt wirklich, wenn der Partner kommt, direkt, man muss schnell sein. Das geht nicht, wenn man so langsam macht, dann kann der Gegner sich schon wehren und ich komme hier nicht durch. Deswegen muss es ganz schnell sein, der kommt und hier rüber. Und wenn wir jetzt eine Jacke hätten, kann ich hier versuchen, die Jacke hier drum zu machen, Beine reindrücken, dann zum Haltegriff drehen, hier, oder das nicht besser ist, hier. Und dass man hier zum Sankaku geht, verpackt, dann kann man entweder hier zum Ude Garami gehen, oder auch, was ich auch gerne mache, ist Ude Garami, weil in der Situation, wenn es nicht klappt mit dem Bürger, was eigentlich meistens klappt, dass man dann den Arm nutzt, weil er kann mit dem Arm nicht machen, er ist gerade beschäftigt, selber nicht erwürgt zu werden, deswegen entweder hier oder Garami oder Ude Garami. Das Ganze können wir auch kombinieren mit Ude Garami. Das heißt, der Gegner dreht sich zu mir hin. Genau, der Arm ist jetzt hier. Ich gehe mit dem Knie hier ran, fixiere hier den Ellbogen und kontrolliert abhebeln. Manchmal ist es so, dass ich einen Arm habe und ich weiß nicht, wo ich hingehen will. So, er dreht den Arm hier hin und dann kann es dazu kommen, dass ich zum Strick hier gehe. Das ist wichtig, dass ich nah am Ellbogen bin. Okay. Und dann kommt es halt vor, dass die Leute sich hier wehren, am T-Shirt festhalten oder sich einfach so wehren, so viel Kraft haben, dass ich da nicht durchkomme. Entweder er ruckelt da irgendwann, bis es klappt. Beziehungsweise, wenn er die Jacke noch hat vom Judo-Anzug, wir haben hier gerade Nogi, dann ist es noch schwieriger. Dann kann ich empfehlen, dass sie hier rüber geht und direkt die Seite wechselt zum Tsuchigatame. Ude Garami.